Hi, willkommen zu dem Video. Schön, dass ihr den Weg gefunden habt zu diesem Elend hier. Heute ist mal wieder Dampferzeit, in meinem Fall. Da freue ich mich schon so sehr. Thema Eisaromen. Hab wieder was Neues gesehen, bestellt, musste kommen. Jetzt bin ich mal neugierig, wie das schmeckt, was dabei herauskam. Alles weitere folgt. Angefangen ist mit dieser Haselnuss. Typenbezeichnung 935333. Ich sehe gerade hinten. Dosierempfehlung 2 bis 10 Tropfen in 250 Gramm Lebensmittel oder 250 Milliliter Getränk geben. In meinem Fall habe ich hier 2% benutzt. Einfach mal so sporadisch. Da schauen wir hier zuckerfrei, kalorienfrei, fettfrei. So komisch ist bei Nuss, weil die ist mal sehr fettig. Aber ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Das würde ich mal sagen, wenn wir direkt loslegen. Das Schöne ist auch, oben steht alles auf Deutsch, darunter alles irgendwo auf Englisch. Ist auch neu. Auch hier mal wieder 50 Milliliter drin. Deswegen. Ja. Aber das mal anfangen. Schon sehr neugierig. Das kam dabei heraus. Hellbraun. Auch immer wieder Standard 70-30 Base drin mit knappe 3 Milligramm Nikotin. Auch hier mindestens 14 Tage ziehen lassen. Ich bin bei 5 Wochen. Daher ist endlich mal Zeit, das zu probieren. Lange habe ich es verpennt. Jetzt habe ich richtig Bock drauf. Deswegen sag ich mal, los geht's. Pure Haselnuss. Oh, schmeckt richtig geil. Jetzt, was dampftechnisch genauso geil schmeckt wie Lutschtest, dann genial. Weil so schön süß ist. Aber hier geht mal dampftechnisch. Oh, genial. Los geht's. Eine schöne abgerundete Haselnuss. Leicht süßlich, sehr nussig. Ja, die Nuss an sich ist lecker. Man kann sagen, wenn man die Nüsse so isst, sind sie, weil ein paar davon ist ziemlich trocken, aber geschmacksintensiv. Und hier fällt das Trockene, weil man muss nicht kauen, sondern wirklich nur atmen. Ja. Einfach nur genial. Also, man kann fast sagen, saftiger Haselnuss, was ein bisschen bescheuert klingt, aber dampftechnisch ist mal so komisch zu erklären. Also halt eine geile Haselnuss, leicht süß, genial. Super. Auch hier, ja, keine Chemiekeule, einfach nur natürlich gehalten. Das ist eigentlich bei so gut wie allen Aromen, die ich von Eisaromen schon mal getestet habe, die schmecken halt nicht so wie Chemiekeule, sondern wirklich natürlich, gut gemacht, genial, Pluspunkt. Jetzt hat man wenigstens, wie sie es machen, mal was sie machen, das ist ziemlich gut. In dem Fall, wie so oft, sehr gut gelungen. Man kann so mal also als Grundrezept benutzen, dass man dazu was anderes mixt, ja, wie Nougat, wie Cappuccino oder ach, wie sag ich ja, viel weg, mal probieren, viele Sorten, mal gucken, was dabei rauskommt. Was kann man gut vorstellen, weil die Nuss einfach nur genial schmeckt. Ja, Rezepte kommen später. Ich gucke mal, was mir so einfällt. Oder wenn ihr ein paar Ideen habt, ja, für Rezepte, einfach mal einen Kommentar schreiben. Vielleicht kriegt ihr was lernen. Mal probieren, mal gucken, was dabei herumkommt. Danke im Vorfeld. Ja. Ich mag die Haselnuss, ist eher gut gelungen. Ein ganzer Pool Dampf hier, einfach genial. Wie gesagt, ne, und gemixt. Mal gucken, was dabei herumkommt. Daumen hoch, eine 1 verdient. Genial. Es wird schon ärgerlich, dass ich hier nur 30 Milliliter angemixt habe. Davon hätte ich auch nur 100 da mixen können. Ja, aber ich verpennt.
Meistens kennt ihr ja, man mixt an, große Flaschen und dann schmeckt es nicht, dann schade. Aber Eisumschnitt immer geil oder oft sehr gut. Daher, Daumen hoch. Ja, dann können wir auch nicht so lange wieder aufhalten. Als Video soll ich nicht über Stunden gehen. Quatschen kann ich viel. Ist Gewohnheit, aber wie gesagt, für euch nicht so gut vielleicht. Daher, kurz und bündig. Wer es euch gemacht hat, kann gerne mal ein Abo da lassen. Würde mich freuen. Ist kostenlos, hätte ich mal sagen lassen. Außer seht ihr auch jedes Mal bei Videos hochgeladen werden, neue. Wenn ihr mal Langeweile habt, Lost Place Videos sehen wollt, ja, so erzählt es. Ich mache mal viele Fotos und bei meinen Videos bearbeitet, bei mir drinnen. Einfach mal reingucken. Oder mal richtige Videos bei Adventure Buddies Deutschland. Das ist hier von Matze der Kanal. Da sind auch schon viele Videos drinnen. Könnt ihr empfehlen, wenn mal Zeit ist. Einfach mal reinschalten, gucken und freuen. Und sagen, ich bin raus, ich bin fertig mit dem Thema. Ich verabschiede mich und sage bis demnächst, auf Wiedersehen und bis dahin, gut Dampf!